Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Jawohl, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Menschen in München. Und heute haben wir einen, der eigentlich zu Besuch in München ist, nicht? Sie sind Mathilde Carrière und aus Berlin, oder? Ich wohne in Hamburg, ich bin aber auch Wahlberliner und Wahlpariser. Und was gefällt Ihnen an München? Oh, im Augenblick gefällt mir das Theater, in dem wir spielen. Mir gefällt das gute Wetter. Mir gefällt der Augustinerkeller. Ich mag es hier. Ich war jetzt sehr lange nicht hier. Ja. Und bin froh, so die ganzen Erinnerungen wiederzufinden von damals. Haben Sie mal länger gelebt? Ich habe hier oft gedreht. Ich habe, als München noch die Hauptstadt Deutschlands war, habe ich hier, auch die Filmhauptstadt, habe ich hier sehr viel gedreht. Mhm. Ich erinnere mich an Malina, wo der Werner Schröder das ganze Studio angezündet hat, weil ihm langweilig geworden war. Ja. Und der Rohrbach zitterte, in der Ecke stand. Aber ich habe ja auch Erfolg gemacht mit dem Buber Seitz. Und wir haben ja auch einen Teil von Schloss Hohenstein gedreht. Also ich habe hier schöne Erinnerungen. Wenn man so Ihre Vita bei Wikipedia liest, das ist ja ohne Ende. Ne? Sie haben ja eigentlich fast kein Jahr ausgelassen, wo nicht irgendwas in Ihrem Leben stattgefunden hat. Und das geht Ihnen aber genauso, Jörg. Ich meine, Sie haben auch... Wir wollten uns duzen. Ich bin da sehr dankbar drüber. Ich bin halt wie ein bunter Hund oder wie eine Katze, die kommt und geht und kommt und geht. Ja, aber und da ich nun... Nomade von der Anlage her bin, ohne Wurzeln und auch ohne Heimat, habe ich halt ein paar Höhlen, in die ich mich dann verkrieche und dann wieder vorkomme. Ich fand das eben sehr spannend. Also Sie sind ja jetzt hier in der Komödie, treten Sie auf. Das Stück heißt Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und da sagt er, warum ist meine Partnerin nicht dabei, die Alexandra von Schwerin? Hat er natürlich recht, weil das ein Zwei-Personen-Stück ist. Und ohne Ihre Partnerin könnten Sie natürlich gar nicht agieren. Na, außerdem wäre ich ohne die nicht hier. Ja. Wir haben ein großes Glück gehabt, denn das ist eine Person, die hat eine Energie, eine Virtuosität, wo ich nur staunend hinterher tappern kann. Und jetzt, ich habe mir eben Ihre Bühne angeguckt, wo wir nachher auch noch mal hingehen. Ja. Die ist ja eigentlich sehr, sehr spartanisch. Ne? Da sind zwei Stühle. Minimalistisch, ja. Es ist wie eine Art Gerichtssaal. Ja. Es ist ja auch so ein, eigentlich ein, ja, ist ein Krimi, das Ganze, aber eben ein heiterer Krimi. Und es ist vor allem eine Frauenrolle, wie sie sehr selten geschrieben wird. Das ist eine Frau, die sich aus dem Paradigma der Unterwerfung befreit. Ich glaube, wir haben mit diesem Stück auch auf Tournee schon viele Ehen ins Schwanken gebracht. Und die Männer sitzen etwas unwohl dabei und die Frauen hängen an Alexandras Lippen. Weil es ja die Frage ist, war er vor 35 Jahren untreu, ne? Es geht um viel mehr. Sie öffnet eine Büchse der Pandora, ohne es zu merken. Und wie eine Zicke, die einen Joint geraucht hat, lässt sie nicht locker. Und man denkt zuerst, dass er also wirklich so ein charmanter, geduldiger Ehemann. Ich hätte dieser Frau schon längst, was weiß ich, den Mund verboten. Und wie immer bei Assus, ja, gibt es eben Wendungen, die Leute entlarven sich selbst, sowohl die Frau als auch der Mann. Und das ist das, was daran Spaß macht. Außerdem ist jeder Abend anders, weil auch inzwischen, es ist wie Ping-Pong spielen, 90 Minuten lang, wo der Ball nie ins Netz darf. Denn gerade bei einem Zwei-Personen-Stück ist der Ball im Netz, führt zu einem Abbruch. Und man kann die Spannung dann sehr schlecht wiederherstellen. Beschreiben Sie mal den Ball im Netz. Welche Situation würde das sein? Na, wenn jemand einen Hänger hat oder wenn was Technisches passiert oder wenn eben die Energie nachlässt. Ja. Die Energie kommt aber immer vom Partner.
Sie kneift ihn hin und wieder in den Hintern vor der Aufführung, habe ich gehört. Damit. Oder Sie mir. Sie ist mehr ein Soldat als ich. Ich bin da eher Techniker, aber sie ist von einer Leidenschaft, von einer ist ein Soldat, richtiger, an der Front. Aber Comedy ist ja jetzt eigentlich nicht so, ich sage mal, ihr Urgenre. Ne? Das ist etwas, was sie noch im, ich sage mal, etwas im reiferen Alter noch ein bisschen dazulernen mussten. Das ist ein großes Geschenk. Es zeigt einem, dass man eben nie auslernt. Und wir hatten auch einen tollen Regisseur, oder haben ihn immer noch, der Jean-Claude Biruti, mit dem ich schon 3 Sachen gemacht habe. Und der nimmt einen hart dran, kommt aus der Musik, kommt aus der Oper und hat eine unheimliche Fähigkeit, mit jedem Menschen anders umzugehen, den er vor sich hat, und das Beste aus allen rauszuholen. Ich musste ein neues Instrument lernen. Können wir einmal zeigen, wie der aussieht, der Regisseur, falls man ihn nicht kennen sollte, Jean-Claude Biruti. Ja. Und der geht jetzt an die Oper, gell? Der ist jetzt in Trier, also künstlerischer Direktor der Opernabteilung. Ja. Und macht gleichzeitig einen anderen Assu, hat er gerade in Hamburg gemacht. Und wir machen nächstes Jahr ein wunderbares Stück, erstmal auf Französisch und dann auch auf Deutsch, von Joshua Sobol. Dann hat er mir gesagt, also ich mache dieses Interview ja nur mit ihm, weil er mal auf dem Eiswürfel gepinkelt hat. Das stimmt allerdings nicht. Ich hätte das auch gemacht, wenn Sie das nicht getan hätten. Ja, das freut mich zu hören. Ja, echt, denn ich meine, das ist ja schon eine Reduzierung. Ja? Also auch wenn man so die Interviews so im Internet sich anschaut oder so. Alle, ach so, und das andere, was mir auffällt, ist, okay, das ist das eine Thema, was immer angesprochen wird. Und dann der Reporter oder die Moderatorin oder wer auch immer sagt, ich habe eigentlich ein bisschen Angst vor Ihnen. Ich weiß gar nicht, wie der reagiert. Was glauben Sie, warum das so ist? Also müssen Sie die betreffenden Personen fragen. Also ich bin nicht aggressiv, ich glaube, es ist eher eine Scheu. Ja? Angst, ich bin weder aggressiv, noch bin ich übergriffig. Ja, übergriffig bin ich, was mich selbst betrifft manchmal. Mhm. Aber mit den Sachen, die ich so anrichte, schade ich eigentlich meistens mir selbst und weniger anderen. Ja, also ich habe das eigentlich auch gar nicht so richtig verstanden, warum man da mit so einer... Denn ich meine, es ist doch spannend, wenn einer Dinge erzählt, mit denen man also jetzt mal nicht so gerechnet hat oder mal von der anderen Seite das Ding beleuchtet. Ja, ja natürlich. Das macht mir auch Spaß. Wenn man, also die Zeiten haben sich geändert, ändern sich auch schneller als jemals zuvor. Theater ist eine aussterbende Kunst, Bücher sind ein aussterbendes Genre. Und wenn man dann noch mit den neuen Medien auch umzugehen lernt oder zu improvisieren lernt, dann ja, man muss sich anpassen. Also was Sie ja verstehen, ist außerdem mein Beruf, was ist das? Mein Beruf ist in erster Linie unterhalten. Und Aufmerksamkeit schaffen? Nein, Aufmerksamkeit geht mir am Arsch vorbei. Aber ich meine, ich brauche keine Aufmerksamkeit. Ja, aber um das transportiert zu können, was Sie transportieren möchten, brauchen Sie Aufmerksamkeit. Das kommt drauf an. Ich mache jetzt immer mehr also unabhängige Filme, finanziere auch selbst kleine Sachen. Also Aufmerksamkeit interessiert mich nicht mehr. Mich interessiert es, hauptsächlich Dinge in Gang zu bringen und vor allem auch von dem, was ich gelernt habe, was weiterzugeben. Würden Sie sagen, dass Sie sich da auch verändert haben? Denn ich meine, also zum Beispiel dieses, was ich ja wirklich toll finde, ist dieses für nicht verheiratete Väter das Recht zu haben, sich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen und die regelmäßig sehen zu können. Da haben Sie Aufmerksamkeit geschaffen? Da brauchten wir die Aufmerksamkeit, aber das war eine Strategie. Ja, ja. Da gehörte die Aufmerksamkeit der erste Schritt. Also Aufmerksamkeit für unsere Argumente. Dialog oder Streitgespräch und drittens Veränderung. Und das war eine geplante Strategie. Da war die Aufmerksamkeit Teil der Inszenierung. Und erfolgreich. Ich meine, Sie haben sich da an so ein Kreuznackt gehängt und hatten dadurch... Nee, ich war nicht alleine, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Aber Sie waren der Protagonist, Sie waren derjenige... Ich war der erste Promi, der seinen Arsch aus dem Fenster gehängt hat. Und bin dafür auch abgestraft worden. Bin aber sehr stolz, dass wenn ein Mann wie Stoiber 4 Jahre Haft fordert für Gotteslästerung wegen dieser Kreuzigung, dann sage ich mir, wir haben was richtig gemacht. Und das Gesetz ist verbessert worden. Ja, eben. Und deshalb, also ich finde, Aufmerksamkeit erzeugen, also gerade in diesem
Labyrinth, wenn Sie das Internet ansprechen, ja, um sozusagen gemerkt zu werden, ist das gar nicht so verkehrt. Wenn man die Aufmerksamkeitsbeschaffung, wenn das Ziel einer Strategie ist, dann ist es legitim. Aber Aufmerksamkeit um der Aufmerksamkeit willen ist für mich irrelevant. Okay, aber Sie möchten doch auch als Schauspieler wahrgenommen werden. Das ist doch nicht. Ja, aber mir ist es egal, ob das in Schönau passiert, in Norderstedt oder am BE in Berlin. Das ja, ist ja, mir das, egal. Das verstehe ich. Es geht mir auch weniger um die Aufmerksamkeit. Es geht mir um die Emotionen, die man schaffen kann. Das ist das, muss man sagen, das die Magie unseres Berufes. Wir können versuchen, den Zuschauern Emotionen zu verschaffen, die sie sich sonst nicht leisten können oder die sie sich nicht trauen zu haben. Und das ist eben das große Geschenk im hohen Alter, wenn man statt Verzweiflung hervorzurufen oder Irritation, wenn man sich versucht zum Lachen zu bringen. Es gibt nichts Schöneres, als einen Witz so zu platzieren oder eine Pointe, dass einem die Energie zurückkommt. Ja, ja, also komisch, humoresk zu sein, ist immer so das Schwierigste überhaupt. Die Amerikaner sagen, the comedian is the king of show business. Yes. Ich habe hier an der Komödie eben meinen sehr bewundert immer die Leidenschaft fürs Theater und das komödiantische Talent von Heiner Lauterbach, den ich hier ein paar Mal gesehen ja, genau. habe. Und es ist sozusagen auch eine Hommage an ihn, dass ich jetzt in den Ort des Verbrechens hier zum ersten Mal komme. Wie empfinden Sie denn das Münchner Publikum so in der Komödie im Vergleich, ja, ich weiß nicht, vielleicht zu Hamburg, wo Sie ja leben? Jeder Abend ist anders. Gibt es das typische? Gestern war es ausgesprochen dröge. Vorgestern waren, was weiß ich, vielleicht 300 Leute drin, hat kaum jemand gelacht. Da waren sie nur erschrocken, aber waren auch am Ende sehr angetan. Und dann davor waren viel weniger Leute drin und da war es toll. Da war vom ersten Augenblick an ein spritziger Dialog zwischen uns und dem Publikum da. Aber Sie merken jetzt nicht, ob Sie das in Hamburg, Berlin oder in München aufführen? Sie würden sagen, Da gibt es keinen Unterschied. So was wie das Publikum besteht auch aus einzelnen Individuen. Und da kann man, natürlich formt sich dann so was wie eine Massenpsychologie, ja, auch wenn es eine kleine Masse ist. Aber ich glaube, dass das Publikum überall auf der ganzen Welt, das ist eben auch das Schöne am Theater, diese Sprache und diese Art von Ritual versteht. Jetzt haben wir so über die Bühne gesprochen und da die wirklich was Außergewöhnliches ist, weil sie im Grunde genommen spartanisch, was haben Sie gesagt? Sie ist minimalistisch. Minimalistisch, genau. Würde ich gerne mit Ihnen reingehen und uns die Bühne mal anschauen. Okay. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Ja, mit Mathieu Carrière unterhalte ich mich über Theater erstmal so im Groben. Und dann, Sie sprechen wahrscheinlich richtig gut Französisch, oder? Ja, ich bin seit, was weiß ich, 45 Jahren da. Ja, dann kann man's. Ich habe das früher mal lernen müssen und hatte das Gefühl, ich kann's ganz gut. Und als ich dann in Paris war und mit denen geredet habe, da weiß ich, dass die mich verstanden haben, aber mich nicht verstehen wollten. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und in das ist wie in Italien. Ja. Wenn du einen Italiener auf Italienisch ansprichst, dann tut er so, als ob das Chinesisch sei. Aber die beste Art, eine Sprache zu lernen, ist eben vor Ort zu arbeiten und nicht als Tourist. So ist es. Entweder du nimmst dir eine französische oder chinesische Freundin bzw. Freund, dann geht es auch schnell. Aber ansonsten bin ich sehr glücklich, dass ich, also seit ich 15 bin, in fremde Länder konnte und da tatsächlich vor Ort arbeiten musste oder durfte. Mich würde auch mal deine Amerika-Zeit interessieren. Wo bist du da gewesen? Ich war 12 Jahre gegen eine Amerikanerin verheiratet. Ich habe eine großartige Malerin. Ja. Ich habe in New York gelebt und das war eine tolle Zeit. Meine Frau stammt auch aus New York. Ehrlich? Ja. Jetzt aber schon seit 30 Jahren sind wir zusammen. Also von daher. Wie ist ja schon Marianne, ja. Ja. Warum bist du mit der nicht mehr zusammen? Weil sie mich rausgeschmissen hat. Er hat dich rausgeschmissen. In New York rausgeschmissen? Ja. Über den Grund. 4 Jahre Sorgerechtsstreit.
Ach so, mit der hast du auch ein Kind? Ja, eine ältere Tochter, die ist jetzt 33 und lebt in Nashville mit ihrem Mann, der ist Musikproduzent. Und mit der bist du in Kontakt? Ja. Schön. Dann hat sich das wiederholt bei dir mit dem Sorgerecht-Thema. Wenn man so will, ja. Mit dem Sorgerecht-Thema. Ja. Nee, aber man sieht sich immer zweimal im Leben, ja. Ja, ja, aber dann finde ich es eigentlich gut, dass du sozusagen eine Konsequenz daraus gezogen hast und aktiv geworden bist. Andere, weiß ich nicht, setzen sich dann frustriert in die Ecke und sagen, mir geht's schlecht, aber du hast gekämpft. Na, für mich war es entweder mir die Kugel geben oder kämpfen. Ja. Das war eine harte Zeit, aber besser, dass es einem spät gut geht, als nie. Ja. Denn jetzt lebst du ja mit deiner Tochter in einer Wohngemeinschaft zusammen, ja? Bis vor 6 Monaten. Ach so. Ich bin seit 12 Jahren mit einer wunderbaren Partnerin zusammen und mir geht's besser als je. Also aus der Wohngemeinschaft ausgezogen? Denn das die Wohngemeinschaft besteht immer noch und sie wohnt ein paar hundert Meter weiter. Aber sie ist jetzt 21 und die will nicht mehr in ihrem Kinderzimmer leben. Das ist vollkommen richtig und das ist auch das Einzige, was man machen kann mit seinen Kindern. Man kann ihnen dabei helfen, selbstbestimmt und autonom zu werden. Hast du Kinder? Ich hab drei Töchter. Von derselben Frau? Von derselben Frau. Wow. Ja, von derselben Frau. Und dir geht's gut? Ja, ja, ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man Kinder wie Gäste behandeln soll. Also wenn man so das über die ganze Zeit sieht, ja, die kommen, bleiben und gehen dann eben auch wieder. Und ja, das erinnert mich an das Gedicht, dass Kinder wie Pfeile sind. Ja? Man kann sie abschießen, aber man kann sie nicht behalten. Ja, abschießen finde ich zu hart. Man kann ihnen auf den Weg helfen. Ach so, ist das gemeint. Ja, ja, genau. Aber man kann sie nicht zurückhalten. Nein, man kann. Aber es wäre doch auch furchtbar, wenn ich mir überlege, dass meine 27-jährige Tochter jetzt noch bei mir wohnen würde. Da würde ich mir wirklich Gedanken machen. Ja, dann müsste sich auch ihre Tochter Gedanken machen. Ja, ja, wir müssten uns beide Gedanken machen. Also von daher ist das jetzt, als ich hier vorhin um die Ecke gegangen bin, habe ich ein tolles Bild, hast vielleicht auch gesehen, von der Brigitte Bardot gesehen, mhm, das direkt um die Ecke ist. Ja. Ich finde es ja, also ich finde es ja toll, weil für mich ist Brigitte Bardot immer jemand gewesen, die ich nur aus der Zeitung und aus dem Fernsehen und so gekannt habe. Erzähl mir mal kurz, was war das für ein Mensch aus deiner Sicht? Sie war sehr nett. Als sie 40 wurde, hat sie Schlaftabletten genommen und dann haben wir erst 2 Tage später gedreht. Die war das erste Frauenidol der neuen Zeit. Ja. Die war frei, selbstbestimmt, hinreißend und brauchte sich keinem Mann zu unterwerfen, sondern hat eher sich die Männer unterworfen. Hatte man gar nicht so den Eindruck, also weil so als Außenstehender, da sah sie halt nur gut aus und hat auch typische Frauenrollen gespielt und dann kennt man die Person natürlich überhaupt nicht, wie sie im wahren Leben ist. Ne? Das wahre Leben gibt es nicht. Na doch, also zum Beispiel, was ich jetzt mal sagen würde, als das künstlerische Leben, was du jetzt hier lebst, im Sinne von, dass du hier deine Rolle spielst, das ist ja jetzt nicht dein wahres Leben, das meine ich. Doch. Hic Rhodes, hic salta. Wenn ich hier auf der Bühne stehe, dann ist das einzig wahre Leben. Und das ist so ein typisch deutscher Begriff, wie, was weiß ich, Nachhaltigkeit oder Authentizität oder Weltanschauung wie Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit, es gibt nur sich ständig verändernde Augenblicke, die Sinn machen. Statt Wahrheit habe ich das Wort Sinn lieber. Ist es auch so ein bisschen deiner buddhistischen Einstellung oder wie soll ich es ausdrücken, du bist Buddhist, oder? Du bist ich bin kämpferischer Buddhist, wenn man so will. Aber den Sinn habe ich, glaube ich, von meinem Vater.
Der hatte weder mit Religion noch mit Esoterik was am Hut. Und der war Arzt und dachte, das Einzige, was man machen kann, ist, etwas zu finden, was Sinn macht. Und das bestimmen nicht wir selbst, sondern das bestimmt halt die Neurobiologie. Ja, aber wenn man sagt, man tut etwas, was Sinn macht, wer sagt denn, dass das dann Sinn macht in deinen Augen? Das sagt einem das Endorphin oder das Dopamin, was das Gehirn dann ausschüttet. Wenn du zum Beispiel im Kreuzworträtsel ein schwieriges Wort findest, bekommst du ein Glücksgefühl. Das ist die Belohnung des Gehirns dafür, dass du etwas gemacht hast, was Sinn hat. Da spricht der Sohn des Psychiaters. Ja, oder der, was weiß ich, Neurobiologie-Amateur. Ich finde das hochinteressant. Ja, ja, klar. Das zum Beispiel auch, ja. Aber das Gehirn kann sich natürlich auch irren oder uns in die Irre führen. Ja? Zum Beispiel gibt es nur ein ganz kleines Zentrum, was Dopamin ausstößt, wenn man betet, wenn man in den Kampf zieht und wenn man Schuhe kauft. Also alle drei Aktivitäten können Euphorie auslösen. Ja, aber Dopamin wird natürlich auch regelmäßig gebraucht im Gehirn, ja, natürlich. Damit man nicht in eine Depression verfällt zum Richtig. Beispiel. Richtig. Und die Depression besteht ja auch darin, dass man in nichts mehr einen Sinn findet. Oder die Unfähigkeit, gute Nachrichten zu verarbeiten. Ja. Aber über was reden wir jetzt eigentlich? Die Wahrheit. Du fragst nach der Wahrheit im wirklichen Leben. Im wirklichen Leben. Das wirkliche Leben ist ja noch deutscher als das wahre Leben. Ich wäre jetzt bei Psychopharmakas gleich gelandet. Ja, ja. Gerne. Denn Dopamin kann man ja heute künstlich durch Psychopharmaka aktivieren. Dopamin gibt es noch nicht. Also aber anscheinend ist das die Ersatzdroge für Depressive. Es gibt Tausende von Psychopharmaka, die genau auf den Noradrenalin, Dopamin, Fluss im Gehirn eingreifen oder die den beeinflussen können. Aber wenn es reines Dopamin gäbe, dann gibt es auch keine Kriege mehr. Wir sollten endlich zum Beispiel das beste Medikament aller Zeiten legalisieren, nämlich THC. Ja, wenn Herr Trump jeden Tag zwei Joints rauchen würde, dann wäre die Welt ein friedlicherer Ort. Jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen abgeschweift. Sag mal, du bist Schauspieler, du bist Autor und was bist du noch? Ich bin ein ganz guter Ping-Pong-Spieler. Aber was bist du am liebsten? Am liebsten schreibe ich. Autor. Kannst du mir nicht eine Stunde vor meinem Sprung auf die Bühne. Schwierig. Ja, okay. Es macht mir wahnsinnigen Spaß. Es macht mir auch wahnsinnigen Spaß in diesem Theater. Es macht mir wahnsinnigen Spaß mit der Alexandra. Das ist tatsächlich, es ist schwierig, wenn man eben 10 Stunden davor hat, wo man ja, andere Sachen machen muss. Wie heißt dein letztes Buch? Mein letztes Buch war eine Satire aufs Unterhaltungsgeschäft. Das hieß Im Innern der Seifenblase. Genau. Und da geht es um einen Spermadiebstahl. Ja, hast du das gelesen? Das Buch, da bist du einer der wenigen. Ich hab mich auf dieses Gespräch vorbereitet. Mann, das ist das erste Mal, dass mir das passiert in 5 Jahren. Wirklich? Ja. Aber ich meine, die Idee ist. Da geht es um einen Spermadiebstahl, ja. Kein Diebstahl, der Mann liegt im Koma. Also, das nenne ich Diebstahl. Der hat ja selber da nicht eingewilligt. Ja, stimmt, der ist offiziell schon für hirntot erklärt worden, aber die Frage ist, ob er dann noch seine Menschenrechte hat oder seine Privatsphäre. Interessantes Thema. Ja. Sehr interessantes Thema. Also, ja. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen? Man muss ja grundsätzlich immer so einen Auslöser haben.
Oh, ich glaube, auf die Idee bin ich gekommen, als der Boris Becker da diese Frau in der Toilette in London gevögelt hat. Ich habe es eben umgedreht. Habe ich mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. Aber das stimmt ja nicht. Das wurde lange vermutet. Ja? Aber ja, ach so, was ist denn die Wahrheit? Nee, die Wahrheit, die muss jeder selber nachlesen. Also. Aber ich habe es mir gedacht, ja. Na, Sperma kann außerhalb des Hodens bis zu 48 Stunden überleben. Hm? Ja. Und der richtigen Temperatur das. Aber das ist mir auch egal. Krass. Nee, die Szene fand ich gut, eben, weil aus Liebe sind Frauen zu sehr viel mehr fähig als die Männer. Sie liebt ihn, der da im Koma natürlich. Ist. Natürlich. Ne? Ja, ja, klar. Das ist ihr Schicksal, dass sie sich immer in alle Männer verliebt. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis so zu Regisseuren? Also du bist ja, kommst mir nun doch vor als jemand, der, ich auf Englisch würde man mal sagen, opinionated ist. Ja? Und wenn dann so ein Regisseur dir sagt, dass du was tun sollst und du bist der Meinung, anders würde es besser sein für das Produkt, was ihr macht, wie geht das dann mit dir? Das kommt auf das Format an und auf den Regisseur. Ich verstehe mich eigentlich mit Regisseuren sehr gut. Wenn sie was wollen, was ich nicht machen will, dann muss er mich überzeugen. Das ist alles. Wenn er das nicht kann, dann bleibe ich dickköpfig. Das ist natürlich, also so Filmaufnahmen und so, die kosten ja dann auch Geld. Und wenn man dann einen Schauspieler hat, den man überzeugen muss, das kann sehr kostspielig sein. Also da gibt es so einen Klaus Kinski, der sicher auch viel sagt, der dann also so einen ganzen Dreh in Frage gestellt hat. Aber so extrem machst du es nicht, oder? Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Produzenten in den Ruin getrieben, im Gegenteil. Man kann mich sehr schnell überzeugen. Ich bin auch eigentlich ganz pflegeleicht. Also nur bei den Texten, da frage ich eben manchmal nach. Ja. Mhm. Regieanweisungen gibt es ja heute kaum noch. Ich habe jetzt gerade wieder mal mit einem tollen Regisseur gearbeitet, zum Glück, mit dem Niki Stein. Mhm. Der Film wird übrigens gezeigt hier auf dem Münchner Filmfest. Wie heißt er? Heißt Die Auferstehung. Da war ich wirklich mit 5 Raubtieren in einem Käfig, die anderen Kollegen. Und ich selbst kam dann etwas später dazu und die waren sehr, sehr hungrig. Du hast irgendeine Bemerkung, die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das eigentlich sehr schön fand. Dir fehlt manchmal die Impulskontrolle. Kannst du dich daran erinnern, dass du das gesagt hast? Es gibt sehr, sehr wenige Dinge, an die ich mich erinnern kann, die ich gesagt habe. Ich habe so viel Scheiße erzählt. Aber könnte es von dir gesagt worden sein? Ich bin aufgeregt und ich bin ungeduldig und ich bin sehr mobil, beweglich. Ja. Und manchmal werde ich auch direktiv im Gespräch. Weil mir irgendwas zu langsam geht oder... Ja. Welche Methode ich gut finde bei den Gesprächen, die ich so von dir gesehen habe, ist, dass du dann manchmal, wenn der Frager, der Moderator zu unsicher oder zu langweilig ist, dass du es einfach umdrehst. Du stellst dann die Fragen an den Moderator. Ich finde auch, eine Sache lernt man in diesem Mediengeschäft. Das heißt, antworte nie auf die Frage, die dir gestellt wird, sondern sage das, was du sagen möchtest. Und das haben vor allen Dingen Politiker sehr verinnerlicht, was du gerade sagst. Aber ich bin zum Glück kein Politiker. Nein. Aber eine Frage mit einer Frage beantworten ist natürlich auch eine Form, wie man sich einen gewissen Selbstschutz auch erhält. Ne? Ja, also ich bin nicht gerade gut im Selbstschützen, glaube ich. Ich habe schon eine polytoxikomanische Selbstverletzungstendenz in vielen Bereichen, aber du hast schon recht, es geht dann auch darum, dass man einfach dieselben Fragen hört und dann Übersprungshandlungen macht. Ja. Und du hast sagen, was hast du da, was war die Frage? Soll ich das Wort nochmal raussuchen? Das war jetzt ein Witz. Ja, so, du meinst, das ist auch eine Technik. Ja, klar. Oder man sagt, das ist eine sehr gute Frage, wenn man nicht weiß, was man antworten soll. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Vor allen Dingen fühlt sich der Moderator dann gebauchpinselt. Super, ja, genau. Wenn man genau, die Frage richtig. Noch diese bewertet und sie gut bewertet. Dieser Grad der Selbsterkenntnis ist wunderbar. Die Selbstwahrnehmung ist wunderbar. Ja, das ist sehr... Also die Techniken sind dir bekannt.
Wolltest du mal Journalist werden? Ne? Ich schreibe gerne für Zeitungen. Ja. Ja, würde es auch gerne mehr tun. Ich habe auch eine Art, das Leben ist zu kurz, viele Fragen zu stellen. Alexandra. Ah, du bist jetzt in der Garderobe. Wow, dann kommen wir doch sofort zu dir. Das ist die Kollegin. Okay. Ja. Ciao. Ja, das passt ja was gut. War das nochmal? Wir können das letzte nochmal sagen. Was war das nochmal? Das war, das Leben ist zu kurz, ja, um zu viele Fragen zu stellen. Ich bringe die Leute zum Reden. Deswegen wäre ich, glaube ich, ein guter Journalist. Ja, ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Du hast etwas Direktes. Ja? Also ich habe bei dir nicht das Gefühl, dass du lange da um den heißen Brei rumredest oder so. Das ist mir viel zu mühsam. Nee, dazu ist mir das Leben zu kurz. Gerade bei der Tournee zum Beispiel. Du triffst so viele interessante Leute in den verschiedenen Städten, wo du sonst nicht hinkommen würdest. Und dann fragst du, wer sind Sie? Haben Sie Kinder? Lebt Ihr Mann noch? Lebt Ihre Frau noch? Welche Partei wählen Sie? Ja, ja. Darf ich dich mal über Leben und nicht mehr Leben befragen? Weil das hat mich auch sehr beeindruckt. Also bei dir sind ja die Eltern jetzt gestorben und dein Bruder und deine Schwester. Und du hast es auch als befreiend beschrieben. Kannst du das nochmal erklären, wie du das gemeint hast? Naja, man ist frei zu einer anderen Art von Leben. Ja. Es ist nicht irgendwie so, dass man seine Ketten jetzt losgeworden ist. Man ist einfach frei im Sinne von haltlos. Und dann kann man sich neu orientieren und sich auch teilweise neu erfinden. Aber du hast sie geliebt? Natürlich. Ja. Natürlich. Meine Schwester war meine engste Vertraute. Meine Mutter war meine bevorzugte Streitpartnerin und meinen Vater habe ich bewundert. Ja, natürlich. Aber zur Trauer, deswegen heißt es ja auch Trauerarbeit, zur Trauer gehört auch die Befreiung. Hm. Also, weil ja eigentlich immer jeder an Schmerz denkt, nicht? Und Befreiung ist ja dann auch irgendwo, ja, die Befreiung auch vom Schmerz, den man dann hat. Die Befreiung vom Schmerz bedeutet auch die Befreiung von den schmerzverursachenden Giften. Mhm. Also die Befreiung vom Schmerz ist was Ähnliches wie Trauerarbeit. Das ist ja auch das Ziel der Trauerarbeit, dass man das internalisierte Objekt jetzt ruhen lässt. Die Menschen existieren ja weiter in uns. Die Gehirnverbindungen, die sie hergestellt haben in uns, die existieren ja weiter. Die Chinesen sagen, man lebt so lange, wie Menschen sich an uns erinnern. Also der Tod ist für mich etwas ganz Normales. Viel normaler als die Geburt. Ja. Die Geburt ist ein Wunder, der Tod ist normal. Ich finde es wichtig, dass wir uns so über alle möglichen Themen unterhalten haben, bevor ich dir jetzt diese Frage stelle, die du auch schon 100-mal gehört hast, aber ich will sie deshalb erst jetzt stellen, weil wenn man dich so hat reden hören vorher, dann stellt man sich die Frage doppelt intensiv, finde ich, warum du von diesen, ich sag mal, anspruchsvollen Filmen, die du gemacht hast, dieses Dschungelcamp und diese anderen Frauentausch und solche Sendungen gemacht hast. Also für mich passt es irgendwie nicht ins Bild. Das war Teil des Kampfes. Ich habe mit dem Dschungelcamp 10 Millionen Menschen erreicht und ihnen von dem Kampf um eine Reform des Kindschaftsrechts zu erzählen. Mit einem Marguerite Duras-Film hätte ich vielleicht 10 erreicht. Hm. Das war die Möglichkeit, auch in diesem Trash-Geschäft die Sache, und nicht nur die Sache, sondern auch andere Sachen, die mir am Herzen liegen, voranzutreiben. Außerdem war es eine paradigmatische Umstellung der gesamten Unterhaltungsbranche. Und da konnte ich am Anfang mitmachen. Das war ungeheuerlich, plötzlich mit 5 oder 7 Millionen Nutzern des Internets direkt zu kommunizieren.
Obwohl du keinen Einfluss auf das hattest, wie dich RTL sozusagen darstellt. Denn die natürlich haben hatten wir Einfluss. Ja? Wir haben teilweise selbst inszeniert. Aber du wusstest nicht, wie es hinterher geschnitten wird. Das wussten wir nicht, aber wir konnten zumindest das Drehbuch schreiben. Hm. Zu großen Teilen. Also ganz unbedarft waren wir nicht. Es war auch ein gutes Team. Mhm. Aber das ist eine Sache, die ich nicht bereue. Ich habe auch ein neues Zielpublikum gefunden. Ich meine, heute halten noch manchmal der U-Bahn mich Teenager auf, ja, und wollen ein Autogramm. Und nicht nur meine Zielgruppe, das sind Großmütter und ja, ihre eigenen Großeltern. Für diejenigen, die also zeitkritisch Schauspieler bewerten, war das ein Schock. Tja, dann stimmt was nicht mit den Kriterien für die Bewertung. Mhm. Also außerdem habe ich mich nie selbst für einen guten Schauspieler gehalten. Ich habe nur gelernt, den Schauspieler zu spielen. Ich wollte nie Schauspieler werden. Was mir Spaß macht. Aber du hast bis mit 13 warst du schon Schauspieler. Da war ich ein Kind. Ja, schon. Ja klar, aber da war ich immer weiter. Ein Pin-up für ältere Herren. Da hatte ich doch keine Ahnung, was das für ein Beruf ist. Also das ist für mich auch kein Beruf. Es ist nur eine Gnade, wenn man Leute unterhalten kann. Ich habe ja auch nichts Anständiges gelernt. Ich bin ein Hans Dampf in allen Gassen, aber eben ein Dilettant. Was hast du studiert? Ich hab 10 Jahre bei Deleuze Philosophie studiert in Paris und bin zu Foucault in die Seminare gegangen. Ich habe mich immer für Naturwissenschaft interessiert, aber nichts draus gemacht. Philosophie und Naturwissenschaften sind wie eine Geliebte, die man nie heiraten wird. Ist auch nie zu Ende, ne? Das hört nie auf. Das Lernen hört auch nie auf. Es hat nämlich auch Spaß gemacht, darf ich nicht vermeiden. Ich meine, ich halte meinen Auftritt in Shopping Queen für einen besten Kabarettauftritt seit meinem Auftritt im Alcazar. Und wenn du dann so liest, dass der Karriere das nur wegen Kohle macht? Das ist Blödsinn. Ich bin ein reicher Mann, immer gewesen. Okay. Und das kriegt man schwer wieder raus aus den Internets, aber es ändert sich auch langsam. Ja? Jetzt, wo meine Tochter plötzlich im Fernsehen zu sehen ist und sie alle anstrahlt, bin ich plötzlich nicht mehr der ekelerregende, sterbende Christus, sondern bin ich ein Held. Ja? Das ist, wie Schopenhauer sagte, eine Wahrheit durchläuft 4 Stadien. Zunächst wird sie verhöhnt, dann wird sie bekämpft, dann wird sie vergessen und dann wird sie als selbstverständlich hingenommen. Aber das muss dich gekränkt haben, oder? Teilweise. War mir schon klar, dass das wehtut. Kränkung wäre zu viel. Denn kränken, das, wenn man verlassen wird, dann ist man gekränkt. Aber wenn man mit Scheiße beworfen wird, ist es ja keine Kränkung. Ja, aber wenn man in den Medien immer so dargestellt wird, wie man es eigentlich gar nicht möchte, dann... Es ist schon richtig. Ich habe damals mit dem Teufel einen Pakt geschlossen. Mhm. Ich wusste, was auf mich zukommt. Echt? Wusstest du das in der Gänze? Ja, natürlich. Ja. Wir wollten ja auch provozieren. Wir wollten provozieren. Es war die einzige Möglichkeit, dieses Ding überhaupt auf die Tagesordnung zu bringen. Jetzt sprichst du von dem Jesus, der das die von Kinder, Jesus, die Kinderrechte. Vom Knastaufenthalt, vom Hungerstreik, von der Kinderverbrennung, vom Parlament. Ja. Wir hatten eine Tragödie oder eine Tragikomödie in 5 Akten inszeniert. Aber dann in dieses Camp zu gehen, das hatte damit ja gar nichts zu tun. Das war die Reichweite, die Reichweite. Aber wo du auch dieses Thema thematisiert hast. Ne? Natürlich, das Bild vom Kreuz wurde eben 10 Millionen Menschen gezeigt, ja. Mehrfach. Damit wurde ich ja anmoderiert. Das war auch Teil des Deals. Mhm. Was wünschst du dir denn jetzt? Wo würdest du denn gerne jetzt noch mal so richtig aufleben in einer Rolle? Ich will noch in einer Rolle nicht, ich will meine eigenen Filme machen.
Als Regisseur? Ja, Autor, Regisseur. Und die sind, ist das im Fiction-Bereich? Welchen Bereich möchtest du da? Natürlich im Fiction-Bereich. Aber ich würde, ja, vielleicht in den Dokumentarfilmen, aber dann würde ich sie eher finanzieren. Mhm. Spannend. Und da bist du da an einem Drehbuch dran schon und schreibst du da schon? Ja, ich habe immer geschrieben. Schon 40 Jahre lang. Eigentlich sind die Bücher nur so die Abfallprodukte. Aber es gibt noch keinen Film von dir? Doch. Ich habe einen gemacht, das ist schon lange her, der hieß auf Deutsch Zugzwang. Das war ein Film über meine Zeit, als ich schachspielsüchtig war. Schön. Eine meiner vielen Süchte. Okay. Da warst du noch nicht geboren, aber das... Was? Mit 7 warst du schon schachsüchtig? Nee. Wir haben festgestellt, dass du 7 Jahre älter bist als ich. Ah ja, na gut. Ja. Ja. Da war ich dann schon geboren. Ich habe noch zu vielen Dingen Lust, aber die haben nicht unbedingt was mit meinem Beruf zu tun. Also dann bleibst du spannend für die deutsche Öffentlichkeit mit dem, was du eventuell Neues noch machst. Mir hat das Gespräch mit dir Spaß gemacht. Und mir auch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.